Ja, ich heiße Björn Wiede. Ich bin Stefan Gutzi. Wir drucken mit Substanzen. Wir drucken mit Substanzen. Ja, drucken. Können wir jetzt drucken? Ich weiß es nicht. Wir fangen nochmal an. Unser Antrieb ist das Neue. Das interessiert uns. Was kann man machen, was andere Leute noch nicht gemacht haben? Und was geht überhaupt technisch? So, das ist erstmal relativ wertfrei, sondern einfach gucken, was geht. Wir probieren die für uns interessanten Substanzen im kleineren Format. Und dann kommt man irgendwann nach Tests, die wir meistens immer vier Format durchführen, also haben wir dasselbe Format und machen kleine Musterblätter und dann hat man irgendwann so eine Mixtur, ein Rezept, das gut funktioniert. Dann guckt man sich das im größeren Format an. Also Material sollte in irgendeiner Art und Weise eine Geschichte besitzen. Letztlich sind das die beiden Bereiche, in denen wir uns bewegen. Nämlich einmal, was hat eine visuelle Kraft und was hat eine inhaltliche Kraft. Die Dinge selber werden nicht in sich zerfallen, aber sich verändern. Und wie die sich verändern, das ist für uns selber die Überraschung, wie auch für den Sammler, der sich das vielleicht ins Depot stellt und nach 10 Jahren wieder rausholt. Die Sachen sollen sich weiterentwickeln. Die Sachen sollen atmen, die Sachen sollen nach einem Jahr bestenfalls anders aussehen als zu dem Zeitpunkt, in dem sie gedruckt oder zu dem sie gedruckt wurden. Rein technisch betrachtet ist es jetzt keine große Hexerei, irgendwie Marmelade zu nehmen, die darauf zu packen und irgendwie durch das Sieb zu drücken. Uns interessieren dann eben die Punkte, die auch inhaltlich ein bisschen aufgeladen sind. Also wenn ich jetzt irgendeinen Stoff nehme, irgendwie wie Knochenmehl oder ich nehme halt Altöl, dann baut sich vor meinem Auge ein gewisses Bild auf, nämlich von dem polnischen Autoschrauber im Erdgeschoss, der das irgendwie aus 5000 Autos über die letzten 10 Jahre abgezogen hat. Die Spontanität oder das Unerwartete auf jeden Fall eine Rolle. Das ist letztlich auch Teil der Idee. Letztlich ist das ja auch das Interessante für uns, nicht von vornherein zu wissen, wo wir landen oder was sich letztlich auf dem Papierbogen entwickelt. Das schönste Material ist immer das, was noch kommt.